Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich möchte mit der Tagesordnung fortfahren und die Sitzung eröffnen. Ich rufe Tagesordnungspunkt 43 auf, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Majestätsbeleidigungsparagrafen umgehend abschaffen, Drucksache 19/3372. Er wird aufgerufen zusammen mit Top 68, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend Paragraf 103, Strafgesetzbuch soll gestrichen werden, Drucksache 19/3402. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Sitz der Setzpunkt der FDP. Ich rufe Herrn Kollegen Rentsch auf. Er hat das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Debatte über das, was Jan Böhmermann in seiner Sendung in einem Gedicht vorgetragen hat und damit als Welle in der gesamtpolitischen Diskussion in Deutschland ausgelöst hat, hat ja die öffentliche Meinung in den letzten Monaten massiv geprägt. Aber, meine Damen und Herren, es ist eben nicht nur eine Debatte über die Frage, was man von diesem Gedicht oder was man von Herrn Erdogan hält, sondern es ist auch eine Debatte, ob das, was wir kodifiziert haben im Strafgesetzbuch, heute noch zeitgemäß ist. Und deshalb ist es auch richtig, dass sich die Parlamente in Deutschland mit dieser Frage beschäftigen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Man kann eine Debatte führen über die Frage, was darf Satire? Die Zuschauer haben das ja sicherlich alle mitbekommen, was Herr Böhmermann mit diesem Gedicht quasi ausgedrückt hat. Und Herr Tucholsky hat ja auf die Frage, was darf Satire, klar gesagt, Satire darf alles. Ich würde hinzufügen, auch lieber Kollege Wagner, nach dem Urteil des Gerichts gestern aus Hamburg, Satire darf alles im Rahmen der geltenden Gesetze, so würde ich es mal formulieren. Und natürlich hat sich Satire auch in dieser Frage in einem Rahmen zu bewegen. Aber wenn man einmal die Historie aufmacht, was passiert ist, muss man feststellen, die ganze Debatte fing ja nicht mit dem Gedicht von Herrn Böhmermann an, sondern mit dem berühmten Lied oder berühmt gewordenen Lied der Satire-Sendung Extra 3, was im Übrigen aus meiner Sicht deutlich niveauvoller war als das, was Jan Böhmermann in seinem Gedicht ausgedrückt hat. Aber was dazu geführt hat, dass wir immerhin eine zweifache Einbestellung eines deutschen Botschafters in Ankara und zu Einreisesperren von deutschen Journalisten in der Türkei geführt hat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das zeigt natürlich auch, warum überhaupt Satiriker sich mit dieser Frage auseinandersetzen, weil das, was zurzeit in der Türkei passiert, und ich darf das persönlich sagen, ich bin ein großer Fan der Türkei, aber was dort passiert mit Meinungsfreiheit und wie dieses Land von diesen Despoten Stück für Stück umgebaut wird, das muss auch die deutsche Demokratie, meine Damen und Herren, nachdenklich stimmen. So einfach kann man es sich nicht machen, dass man dort einfach wegschaut, was in diesem wichtigen Land, für Europa vor allen Dingen wichtigen Land, passiert, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb glaube ich, ist es nicht eine Debatte heute über die Frage von Satire und Meinungsfreiheit, natürlich auch, sondern es ist die Frage, ob das, was wir in den Gesetzbüchern stehen haben, heute noch zeitgemäß ist. Und das, was Herrn Erdogan widerfahren ist, sagen wir als Freie Demokraten, wahrscheinlich wie viele Demokraten hier in diesem Haus, Herr Erdogan hat natürlich einen Rechtsanspruch auf das, was die deutschen Gesetze ihm als Schutz kodifizieren und ermöglichen. Und diesen Rechtsanspruch, den er wahrnehmen kann, der liegt vor allen Dingen darin, dass er sich auf Beleidigungstatbestände berufen kann, die, und das hat er ja getan, gestern haben wir ein Urteil in dieser Frage ja bekommen, dass diese Beleidigungstatbestände ihm einen Schutz ermöglichen. Und wenn er der Auffassung ist, dass hier eine Aussage gegenüber getroffen worden ist, die nicht anständig war, kann er diesen Rechtsschutz in Anspruch nehmen. Das, was nicht mehr zeitgemäß ist, meine Damen und Herren, und ich glaube, da hat die Bundeskanzlerin ja an vielen Stellen etwas Richtiges dazu gesagt, wie die Kollegen der Sozialdemokraten in Berlin, Kollege Maas, die Kollegen der GRÜNEN, auch anderer Fraktionen und Parteien. Was nicht mehr zeitgemäß ist, ist ein Beleidigungstatbestand, der in § 103 StGB kodifiziert ist, der letztendlich Repräsentanten eines Staates besonders schützt, weil in der Historie dieses Tatbestandes versucht worden ist, festzulegen, dass man Beleidigung ausschließen will und strafrechtlich als Staat ahnden möchte, um sozusagen diplomatische Verwicklungen, die sich danach entwickeln können oder entstehen können, zu verhindern.
bis hin natürlich zur Tatsache, als dieser Paragraph sozusagen vor über 150 Jahren geschaffen worden ist, dass man Kriege verhindern möchte. Und dass dieser Straftatbestand nicht mehr zeitgemäß ist, das sollte, glaube ich, Einigkeit in diesem Parlament hier, auch wenn es ein Landtag ist, sein. Denn eines ist klar, Paragraphen und Artikel, die nicht mehr zeitgemäß sind, gehören nicht in Gesetzbücher. Das ist letztendlich die Grundlage dieser Debatte. Deshalb können wir es nur begrüßen, dass Herr Kollege Maas als Bundesjustizminister die Initiative ergriffen hat, genau wie ja eine Reihe von Ländern, die teilweise ja auch von Grünen mitgetragen werden. Immerhin gibt es fast in sechs Bundesländern Initiativen, die hier eine Abschaffung dieses Paragraphen wollen. Und ich kann auch der Bundestagsfraktion der Grünen auch in ihrer Begründung ihres Gesetzentwurfs, die sofortige Abschaffung dieses Paragraphen zu fordern, nur zustimmen. Sie ist richtig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Warum ist sie richtig? Warum ist sie richtig? Weil es ein überkommener Paragraph ist, der jetzt einen Staatsmann, einen Staatsführer, man könnte auch sagen einen Despoten wie Herrn Erdogan in die Lage versetzt, sich auf ein besonderes Recht zu berufen und für dieses Recht sogar noch die Zustimmung der Exekutive braucht. Also auch dieses im Rahmen eines Rechtsstaates unfassbare Instrument, das sozusagen Exekutive darüber bestimmen darf, was in einem Rechtsstaat ermittelt wird und nicht ermittelt wird, meine Damen und Herren, ist ein solches Unding, dass eigentlich alle Demokraten der Auffassung sein sollten, das muss dringend abgeschafft werden. Warum hat die Bundeskanzlerin dann trotzdem, obwohl sie gesagt hat, ja, dieser Paragraph 103 soll abgeschafft werden, ihre Zustimmung erteilt und hat zum Zweiten mitgeteilt, dass diese Abschaffung erst in der nächsten Legislaturperiode passieren soll? Und das ist, glaube ich, schon der Kern, über den man heute debattieren muss. Was ist denn der Hintergrund? Was ist auch der Hintergrund für den Antrag der Regierungskoalition, hier zu sagen, man hat wieder einen Dissens? Der Hintergrund, meine Damen und Herren, ist, dass die Bundeskanzlerin anscheinend aufgrund der Tatsache, dass das Land und die Europäische Union im Rahmen der Flüchtlingskrise besondere Hilflosigkeit demonstriert hat und wir mittlerweile alles, aber auch alles tun müssen, um uns das Verhältnis mit den Türken, der Türkei, Herrn Erdogan nicht zu verscherzen, in dieser Frage, ich sage auf der einen Seite, die Unabhängigkeit unseres Landes ein Stück aufs Spiel gesetzt hat und auf der anderen Seite auch die deutsche Justiz ad absurdum geführt hat, indem sie auf der einen Seite gesagt hat, wir stimmen zwar zu, aber denjenigen, die das ermitteln sollen, mit auf den Weg gegeben hat, aber keine Angst, in 3 Jahren wird dieser Straftatbestand nicht mehr bestehen, meine Damen und Herren. Das ist auch eine Verhöhnung. Es ist eine Verhöhnung der Justiz, die wir durch diesen Tatbestand belegt bekommen haben. Aber der chronisch beleidigte Sultan erlaubt nun einmal keine Beleidigungen, keine kritische Auseinandersetzung mit ihm. Und ich glaube, es ist auch der Grund, warum Frau Merkel, die sich in der Flüchtlingskrise mit ihrer Politik verrannt hat, nun alles dafür tun muss, dass sich das Verhältnis mit Herrn Erdogan nicht verschlechtert. Und es ist nicht nur dieser Tatbestand, der uns als Demokraten besorgt machen sollte. Es ist auch der merkwürdige und fragwürdige Deal über die Frage der Visafreiheit, trotz der Frage, dass 72 Voraussetzungen vorliegen müssen seitens der Europäischen Union, damit Visafreiheit erteilt wird. Und festgestellt worden ist, dass mindestens ein halbes Dutzend dieser Merkmale nicht vorliegt, wird die Visafreiheit eingeführt, meine Damen und Herren. Das sind alles politische Geschäfte, die hier rechtsstaatlich hinterfragt werden müssen, die auch in dieser Debatte hier auf den Tisch gehören, meine Damen und Herren. Sie dürfen nicht wegdiskutiert werden. Ein Land wie die Türkei, was dermaßen mittlerweile einen Umbau des eigenen Rechtsstaates betreibt, was Meinungsfreiheit mit Füßen tritt, was Minderheitenrechte mit Füßen tritt, was die Frage der Akzeptanz von Diplomatie mit Füßen tritt, ein Staatschef, der vor 2 Wochen Drohungen gegenüber der Europäischen Union bei einer Veranstaltung der AKP ausgesprochen hat, meine Damen und Herren, dieses Land kann nicht ernsthaft der Partner sein, mit dem die Bundesrepublik Deutschland verlässlich Außenpolitik macht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn wir uns diesem Disputen ausliefern, dann sind wir zum Schluss ausgeliefert. Ich will einmal einen Teil des Gedichtes hier nennen, was das Landgericht Hamburg ja für nicht beanstandungswert gehalten hat. Ich glaube, auf diesen Konsens kann man sich doch sozusagen verständigen. Wer Minderheiten unterdrückt, Kurden tritt, Christen haut und Mädchen schlägt,
lässt das sich weg, meine Damen und Herren. Aber da hat doch Herr Böhmermann recht gehabt, dass er hier den Finger in die Wunde gelegt hat bei der Frage, welche Missstände mittlerweile in der Türkei vorhanden sind. Und diese Missstände müssen auch in Deutschland angesprochen werden. Dass nun Herr Böhmermann der Inhalt der ganzen Debatte ist und quasi der Anstoß jedes Skandals, das kann nicht richtig sein. Richtig muss weiterhin bleiben, dass man das kritisieren muss, was hier in der Türkei falsch läuft, dass man sich auch an die Gesetze hält. Das ist völlig selbstverständlich. Und deshalb bin ich dankbar, dass der Rechtsstaat gestern mit dem Urteil des Landgerichts Hamburg gezeigt hat, dass er funktioniert, dass er Beleidigungstatbestände sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich erfasst, aburteilt und letztendlich auch diese rechtsstaatlichen Grundsätze sich wahrt. Insofern brauchen wir diesen § 103 StGB nicht mehr. Er ist nicht mehr zeitgemäß. Lassen Sie mich einen letzten Satz sagen zur Koalition. Es ist ja nicht das erste Mal, dass die Koalition einen Antrag vorlegt, wo sie feststellt oder der Landtag feststellen soll, dass CDU und GRÜNE nicht einer Meinung sind. Das haben wir ja mittlerweile schon mehrfach gemacht. Ich will mal sagen, wir sind ja quasi, wir sind Gehilfe Ihres Dissens. Also wir müssen quasi. Und jetzt will ich. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Jetzt will ich einen letzten Satz sagen. Es gibt ja Koalitionen, die sich quasi durchgerungen haben, Gestaltungskoalitionen zu sein und einen Gestaltungsanspruch haben und die gemeinsam um gemeinsame Positionen ringen. Und ich kann mich, Herr Kollege Boddenberg, daran erinnern, dass das teilweise zwischen CDU und FDP sehr schwierig war. Aber wir haben es wenigstens versucht, gemeinsame Positionen hinzukriegen, und wir haben es auch immer geschafft. Und es gibt auf der anderen Seite Koalitionen. Herr Kollege, bitte letzter Satz. Es gibt Koalitionen, Frau Präsidentin, die sich darauf verständigt haben, sich beim Thema Macht gemeinsam zu organisieren und nicht auseinanderzulaufen. Die nehmen dann zwar auch in Anspruch, nicht einer Meinung zu sein, aber wenigstens ihren gemeinsamen Machtanspruch zu demonstrieren. Das haben Sie heute mit Ihrem Antrag wieder wunderbar belegt, dass Sie diesen Antrag quasi als Machtanspruch hier demonstrieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Als nächster Redner spricht nun Kollege Honka von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Durchaus, Frau Kollegin Beer, wollte ich mit einem Zitat aus dem Deutschen Bundestag beginnen, aber nicht mit der Person, die Sie jetzt eben gerade angesprochen haben. Ich fand das Gedicht von Böhmermann nicht besonders klug, nicht besonders intelligent. Hohe Kunst war es auch nicht. Seine Redenschreiber sind schlecht. Wahrscheinlich war er nur neidisch auf Extra 3 und dachte, da setze ich was drauf. Das, ja, Sie können gerne klatschen, Herr Kollege Greilich, das war Frau Künast, also ich hätte auch nicht gedacht, dass ich Frau Künast mal zitieren würde, aber an der Stelle muss ich ihr recht geben, weil das war einfach so. Das hat sie in der Sitzung des Deutschen Bundestages am 12. Mai gesagt. Und ich finde, diese Zeilen von Frau Künast zeigen recht schön, worum es geht. Es geht um eine nicht ganz nette Geschichte, um eine nicht ganz saubere Geschichte. Und es geht auf der anderen Seite auch ein bisschen darum, dass die FDP hier heute im Landtag, da sie im Deutschen Bundestag ja nicht vertreten ist, scheinbar den Landtag hier als Ersatztribüne nutzen möchte, um die Debatte, an der sie letzte Woche im Deutschen Bundestag nicht teilnehmen konnte, hier fortzuführen. Das ehrt uns zwar vielleicht als Landtag auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite finde ich es nicht gerade angemessen. Denn ich glaube, da können wir auch wieder ein bisschen mehr doch Konsens feststellen. Die Debatte ist sehr stark getrieben von der öffentlichen Debatte, die auch in den Parlamenten ist. Die Berichterstattung, es überschlägt sich manchmal ein bisschen, und am Ende kommt sehr häufig der eine Satz, Majestätsbeleidigung darf nicht mehr strafbar sein, daher muss § 103 StGB aufgehoben werden. Und dabei verkennen wir doch, dass § 103 StGB nicht nur allein ausländische Staatsoberhäupter schützt, sondern, wie die Juristen so sagen, pflegen noch ein paar weitere Schutzgüter umfasst, darunter z. B. die Mitglieder ausländischer Regierungen in ihrem Amt und auch die beglaubigten Leiter von ausländischen diplomatischen Vertretungen hier bei uns. Also von daher der Sinn und Zweck des ganzen Gesetzes ist doch ein bisschen weiter als das, worauf im Moment immer verkürzt wird. Und als Rechtspolitiker erlaube ich mir, darauf hinzuweisen, dass da doch ein bisschen mehr dahinter steckt. Und wenn man dann noch in Ruhe ins StGB reinschaut, was man ja als Jurist tun sollte, auch mal ein bisschen vor dem Paragraphen lesen oder hinter dem entsprechenden,
da stellt man fest, da gibt es noch einen § 104a StGB. Und der sagt als Tatbestandsvoraussetzung, damit überhaupt nach 103 eine Strafverfolgung zulässig ist, sagt, dass die Bundesrepublik diplomatische Beziehungen zu dem betroffenen Staat unterhalten muss und auch die Gegenseitigkeit dieser diplomatischen Beziehungen verbürgt sein muss. Das heißt, dass auch die Bundesrepublik in diesem Auslandsstaat den entsprechenden selben Rechtsschutz genießen muss wie der ausländische Diplomat oder Staatsmann hier bei uns. Und ich glaube, das darf man an dieser Stelle nicht verkennen, auch wenn man es gerne vergisst dabei. Wenn man also anfängt, wieder einmal im Strafrecht herumdoktern zu wollen, dann finde ich, sollte man das klug machen, weil das Strafrecht als das schärfste Schwert des Staates verdient es nicht, dass man es einmal so en passant ändert. Und von daher sollte man sich gerade, wenn man bewusst ist, was der komplette Regelungsinhalt des § 103 StGB ist, doch bewusst machen, dass die pauschale Aufhebung und vor allem die sofortige Abschaffung, was die für Konsequenzen haben kann, die man vielleicht heute, wenn man den kompletten Regelungsinhalt bedenkt, gar nicht haben möchte. Und in dem Zusammenhang, Herr Kollege Rentsch, Sie haben es ja auch angesprochen, und Ihr Antrag spricht auch davon, kommt ja gerne auch die Diskussion auf über den § 90 des StGB, das Thema der Verunglimpfung des Bundespräsidenten. Und auch hier geht es nicht in erster Linie um den Menschen, Bundespräsident Joachim Gauck zum Beispiel im Moment, sondern es geht um das Amt. Es geht um das Amt als solches. Und ich glaube, es wäre klug, und ich halte es auch für klug, wenn wir trotz des heute sehr häufig herrschenden Personenkultes einmal einen Schritt zurücktreten und einen Schritt auch gucken auf die Ämter, von denen wir dort reden, um die wir reden, z.B. den Bundespräsidenten oder auch ausländische Staatsoberhäupter. Nicht immer auf die Person, sondern auch auf das Amt schauen. Und ich glaube, es wäre doch töricht, wenn wir auf der einen Seite erklären, wir haben einen Bundespräsidenten, der ordentlich in einem geordneten Verfahren von der Bundesversammlung gewählt ist. Wir haben im Moment einen Bundespräsidenten, von dem auch niemand sagen kann, dass er das Amt schlecht ausübt, sondern ganz im Gegenteil, der hoch anerkannt ist. Und am Ende sagen wir, na ja, aber wenn da mal einer kommt, der diesen Bundespräsidenten, dieses Amt beleidigt, das reicht schon nach 185 StGB, so wie bei jedem anderen. Da reicht, wenn er diese Anklage erheben kann, diese Strafanzeige erstatten kann. Das soll ausreichen. Meine Damen und Herren, nach meinem Dafürhalten wird das dem Amt nicht angemessen gewürdigt. Und von daher halte ich diese Sichtweise für falsch. Und deswegen sollte man auch an dieser Stelle mit der sofortigen Änderung, wie sie gerne von Ihrer Seite gefordert wird, sehr zurückhaltend sein. Ich möchte daher abschließend noch einmal mit einem Zitat enden und diesmal unseren amtierenden Bundespräsidenten Joachim Gauck zitieren. Denn auch er hat etwas in dieser Debatte sehr Kluges gesagt, gerade vor wenigen Tagen gegenüber dem Deutschlandfunk. Das ist so ein Fall, wo ich ungern dem Parlament, das ja hier erst einmal zu entscheiden hat, Ratschläge geben würde. Mein Rat aber in dieser Sache ist, nicht aus einer aktuellen Erregungsphase heraus Entscheidungen zu treffen, sondern das Für und Wider noch einmal gründlich zu bewerten. Das ist bei Auseinandersetzungen, die letztlich vom Recht geprägt werden, immer wichtig. Wir sind ein bisschen kurzatmig jetzt. Wir regen uns auf, der eine mehr in die Richtung, der andere mehr in die andere Richtung. Bei solchen Sachen braucht man schon eine Phase des Nachdenkens und der Abwägung. Was für was? Meine Damen und Herren, ich finde, wir sollten uns dieser Zeit des Nachdenkens gönnen und die Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag aus. Von daher war das, was die Bundeskanzlerin angekündigt hat, nicht sofort zu handeln, aber handeln zu wollen, der richtige Weg. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hunker. Als nächster Redner spricht schon Kollege Wilken von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es sind ja viele Facetten, über die wir bei diesem Tagesordnungspunkt jetzt reden, über einen Paragraphen aus Zeiten der Fürsten und Majestäten, über Merkels schmutzigen Deal mit dem Sultan Erdogan, über Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit. Ich will gerne zu allem etwas sagen, wohl wissend, dass wir hier im Hessischen Landtag in allen Feldern zwar zur Willensbildung beitragen können, aber nichts zu entscheiden haben. Der Majestätsbeleidigungsparagraf, auch wir sind dieser Überzeugung, passt nicht mehr in unsere Gesellschaft. Er ist ja selbst nach Auffassung der Kanzlerin entbehrlich. Ich betone, er ist nicht nur entbehrlich, sondern er ist auch gefährlich. Er verführt nämlich dazu,
dass Despoten mithilfe dieses Paragraphen versuchen zu verhindern, Kritik an ihren Fehlhandlungen und Fehlleistungen öffentlich werden zu lassen, öffentlich zu kommentieren. Und dieser Gefahr müssen wir vorbeugen. Wir brauchen einen solchen Schutz auch nicht. Denn auch Majestäten sind Menschen, und alle Menschen sind durch § 185 folgendes Strafgesetzbuch vor Beleidigungen geschützt. Wir müssen hier also gar keinen Unterschied machen, schon gar nicht in einer demokratischen Gesellschaft, in der es eigentlich gar keine Majestäten mehr gibt. Das Strafgesetzbuch regelt Beleidigungsdelikte. Die Beleidigungsdelikte umfassen neben Beleidigung auch üble Nachrede, Verleumdung usw. Und dennoch enthält das deutsche Strafrecht seit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs einen Anachronismus, der nicht nur seinesgleichen sucht, sondern auch die Gleichheit aller vor dem Gesetz aushebelt, diese sogenannten Sonderbeleidigungsdelikte. Das sind die Regelungen über die Beleidigung von Organen. Die Vorredner haben darauf hingewiesen. Es geht auch um den Bundespräsidenten. Es geht um Staatsoberhäupter anderer Nationen, und es geht auch um Staatsbesuche in unserem Land. Aber diese Sonderregelungen verstoßen gegen unser freiheitlich-demokratisches Grundverständnis. Denn in Artikel 3 des Grundgesetzes steht, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Das müssen wir durchsetzen. Vor diesem Hintergrund und wegen des hohen Stellenwerts der Meinungsfreiheit ist eine Ermächtigung der Bundesregierung zur Strafverfolgung in der Öffentlichkeit nicht vermittelbar. Und auch diese Ermächtigung ist absolut unzeitgemäß. Denn damit, und das haben wir in den letzten Wochen erlebt, wird das Verhalten von Privatpersonen wie im Fall Böhmermann zu einer Staatsaffäre. Deshalb lassen Sie uns diesen alten Zopf der Majestätsbeleidigung abschaffen und auch § 104a Strafgesetzbuch direkt mit. Dadurch entstehen keine Strafbarkeitslücken. Ich habe ausgeführt, es gibt genügend Straftatbestände, um die Ehrverletzung von Personen zu ahnden. Der Anachronismus tritt natürlich dann besonders deutlich zutage, wenn das ausländische Staatsoberhaupt selbst nicht gerade durch Liebe zum Rechtsstaat, zur Freiheitlichkeit, zur Demokratie auf sich aufmerksam macht. Wir LINKEN lehnen diesen von Merkel ausgehandelten Deal der EU mit der Türkei auch deswegen ab. Ein bürgerkriegsführender Despot darf nicht zum Garant humanitärer Flüchtlingspolitik erhoben werden. Welche absurden Konsequenzen dies auch innenpolitisch hat, zeigt es, wenn Merkel fordert, diese Vorschrift abzuschaffen, gleichzeitig aber Herrn Erdogan im konkreten Fall den roten Teppich für ein Strafverfahren gegen Herrn Böhmermann ausrollt. Und es ist nicht nur widersprüchlich, sondern auch in höchstem Maße politisch unklug. Der Straftatbestand der Majestätsbeleidigung ist ein Herrschaftsmittel, um Proteste und Kritik zu unterdrücken und kritische Bürgerinnen und Bürger einzuschüchtern. Dafür gibt es in einem modernen Rechtsstaat keine Rechtfertigung mehr. Es gibt aus unserer Sicht keinen Grund, weshalb der normale Bürger, die normale Bürgerin strafrechtlich anders behandelt werden sollte als ein ausländischer Staatschef. Das gilt umso mehr, wenn es sich bei dem Staatschef um eine Person mit durchaus zweifelhaftem Demokratieverständnis handelt, der die Pressefreiheit mit Füßen tritt und den Rechtsstaat demontiert. Auch deshalb müssen wir diese Sonderbehandlung abschaffen. Denn ja, das Problem in diesem konkreten Fall ist die Majestät Erdogan, die ein nachhaltig gestörtes Verhältnis zur Pressefreiheit, zur Meinungsfreiheit und zur Kunstfreiheit hat. Und das Problem ist die Kanzlerin, die versucht, diesem Herrn Erdogan, dieser Majestät, gerade alles recht zu machen. Aktuell versucht Erdogan, die Immunität von türkischen Abgeordneten aufzuheben. Das richtet sich vor allem aber nicht nur gegen HDP-Abgeordnete. Es gibt im EU-Parlament eine Petition dagegen, gezeichnet z. B. von Herrn Brok, CDU, von Frau Harms, GRÜNE. Die richtet sich
gegen die Aufhebung der Immunität der türkisch frei gewählten Abgeordneten. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns durch einen fraktionsübergreifenden Applaus zeigen, Herr Erdogan, lassen Sie die Finger von den Rechten frei gewählter Abgeordneter. Ich gebe Ihnen gerne die Chance, meine Damen und Herren. Die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, auch die Kunstfreiheit sind höchste Schutzgüter unseres Grundgesetzes. Sie stehen in Artikel 5 an prominenter Stelle, werden dort garantiert, und sie sind nicht verhandelbar. Das vorgesehene Strafverlangen der türkischen Regierung hat zu Recht bei uns allen Befremden ausgelöst, denn gerade die Türkei hat kein besonders gutes Verhältnis zu Presse- und Meinungsfreiheit. Das konnten wir nicht nur in den letzten Tagen und Wochen beobachten. Meine Damen und Herren, wir müssen und sollten auch nicht hier das Schmähgedicht beurteilen. Es war eingebettet in eine Gesamtkonstruktion Satire. Deswegen war das Zitieren im Bundestag in der letzten Woche seitens der CDU auch vollkommen irreführend, von Geschmacklosigkeit ganz zu schweigen. Aber das Entscheidende ist die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit und auch die Kunstfreiheit. Wir dürfen uns, meine Damen und Herren, durch einen Erdogan nicht vorschreiben lassen, was bei uns im Land Satire ist und auch von keinem anderen. Dazu hat das Gericht in Hamburg deutlich gesprochen. Meine Damen und Herren, ich will aber die Situation nutzen, um nochmals darauf hinzuweisen, dass in der Türkei 33 Journalisten im Gefängnis sitzen, 7.000 Journalisten auf Weisung von Erdogan ihren Job verloren haben. Und lassen Sie uns als Vorbild zeigen, was Freiheit ist, und dass wir uns in dieser schizophrenen Situation, obwohl es diesen Paragraphen im Strafgesetzbuch gibt und solange es ihn gibt, der selbstverständlich auch angewendet werden muss, dass wir uns trotzdem nicht erpressen lassen. Dazu gehört nicht nur ein gewisses Standing, sondern auch, dass wir den Paragraphen abschaffen. Meine Damen und Herren, anachronistisch ist die Rechtslage, in der wir leben, weil es im 21. Jahrhundert völlig unangemessen ist, ein Sonderstrafrecht für bestimmte Personengruppen festzuschreiben, die in besonderer Weise eben auch Gegenstand einer kritischen Berichterstattung oder auch einer künstlerisch-satirischen Auseinandersetzung sind. Aber die präventive Funktion des Strafrechts soll zur Rechtstreue anhalten. Sie darf nicht zur Selbstzensur führen. Aus all diesen Gründen müssen wir alle Sonderbeleidigungsdelikte in unserem Strafgesetzbuch abschaffen. Dazu gehört zuvorderst der § 103. Aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Es gibt noch mehr Zöpfe abzuschneiden. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Kollege Wilken. Als nächster Redner spricht nun Kollege Grumbach von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Manchmal fragt man sich ja, was Debatten und ihre Überschriften über eine Gesellschaft aussagen. Wir haben viele ernste Themen. Bewaffnete Konflikte nehmen zu. Europa droht zu zerbrechen. Wir haben in Deutschland und in Europa eine Rückkehr von nationalistischen Tendenzen, von Rechtspopulismus. Die Flüchtlinge der Welt haben Europa ernsthaft erreicht. Oder wir hätten reden können, was zwischendurch heute durchaus ja geschehen ist, über Solidarität mit 138 Abgeordneten, die ihre Rechte beraubt werden sollen, damit sie vor Gericht gestellt werden können in einem politischen Strafprozess. Was macht aber diese Republik? Sie beschäftigt sich zwei Wochen lang in 1000 Presseerklärungen und in der Presse mit einem spätpubertären Satireversuch. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn sozusagen der Fokus
sich von der Sache verschiebt sozusagen nur zur Form. Und wenn in der Form dann auch das eine oder andere anzumerken ist, wo ich das Gefühl habe, na ja, es geht nur um die öffentliche Wirkung. Wer das Interview nach Wiederaufnahme der Tätigkeit gehört, hat gesagt, ich habe mit meinem PR-Berater noch einmal geredet, ich muss mein Image ändern. Originalzitat Böhmermann. Der kommt auf die Idee, dass die Frage, ob man den 103 zu einem Landtagsthema macht, auch von einem PR-Berater genommen ist. Weil eigentlich sind wir uns alle einig, es ist ein alter Zopf. Eigentlich sind wir uns alle einig, er muss abgeschaffen werden. Und ich sage das mal als Sozialdemokrat. Er ist ja wegen uns mal erfunden worden, 103 und sein sozusagen innenpolitischer Pendant, weil es waren die sozialdemokratischen Abgeordneten, die damit geschurigelt werden sollten, weil sie im Parlament immer wieder den Kaiser und die kaiserliche Regierung kritisiert haben und das ein oder andere fremde Staatsoberhaupt. Und es waren die sozialdemokratischen Abgeordneten, die sozusagen unter diesen Paragraphen gelitten haben. Ich habe aber die Hoffnung, dass die FDP das als Wiedergutmachung betrachtet. Weil dieser Paragraph war aus dem Strafgesetzbuch schon gestrichen. Und der freidemokratische Justizminister Thomas Dehler hat ihn 1953 in der Regierung Adenauer wieder eingefügt, weil die Alliierten hatten ihn rausgeschmissen. Ja, weil sie natürlich sozusagen die Folgen dieser Art von Gerichtsbarkeit wollten. Und die spannende Frage, die Sie sich stellen müssen, ist, ob Sie an der Stelle mal Ihre eigene Geschichte ein bisschen aufarbeiten, ob die Frage deutschen Liberalismus in dem Punkt einer paar kleinen Korrekturen bedarf. Es tut mir schrecklich leid, aber es gehört zu meinen Eigenschaften, erstens ein schrecklich gutes Gedächtnis zu haben, was ich mal irgendwo gehört habe, dann noch nachzuprüfen. Das war eines davon. Der nächste Punkt ist die Frage, was darf Satire? Und da finde ich diese ganzen hochhehren Debatten, ehrlich gesagt, über der Schwelle dieses sozusagen dieses Satire-Teils. Weil Satire darf natürlich erst einmal alles. Da bin ich bei Tucholsky. Aber warum eigentlich hat, wir haben ihn gerade gefeiert mit einem Denkmal, Fritz Bauer an den Frankfurter Gerichtsgebäuden die große Inschrift anbringen lassen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Warum? Weil nicht nur der Mensch, der der Normalfall ist, Recht auf seine Würde hat. Eine Würde hat auch der Verbrecher, eine Würde hat auch der Diktator. Und wer auch immer welchen Text schreibt oder sagt, muss sich mit der Frage auseinandersetzen, gehe ich über die Grenzen hinaus, die diese Würde angreift, ja oder nein. Und mit Verlaub, es ist ja kein Zufall, dass sozusagen von diesem ganzen längeren Machwerk 2 bis 3 Sätze übrig bleiben, die etwas mit Politik zu tun haben, und der Rest, der im Prinzip nur Herabwürdigung einer Person ist, sozusagen, die das Gericht schon einmal nicht passiert hat. Ich finde schon, wir sollten in einem Zeitalter, in dem Pegida und andere glauben, sich in jedem Internetforum leisten zu können, Menschen in einer Art und Weise herabzusetzen, darauf achten, in welcher Sprache wer redet. Das ist nicht unsere Verantwortung, das ist die Verantwortung der Autoren. Und die spannende Frage ist, wer kontrolliert eigentlich die Satire? Und ich sage in erster Linie, der schreibt sich selber. Der Kollege, der verantwortlich ist für das berühmte Lied in Extra 3, hat dazu relativ schlicht gesagt, es gibt ein paar simple Spielregeln. Eine der Spielregeln lautet, Satire richtet sich immer gegen die Mächtigen. Satire richtet sich nicht gegen die Unten, gegen die Schwachen. Ich will da mal daran erinnern, wie begeistert viele Leute Stefan Raab zugeklatscht haben, wenn er schlichte Bürger, die nicht in der Lage waren, sozusagen einen klaren Satz zu sprechen, öffentlich mehrfach bloßgestellt hat. Ich halte das für einen Punkt, wo wir darüber reden müssen, dass es dann irgendwo Grenzen gibt, wo die Menschlichkeit angegriffen wird. Und ich finde, das muss man in dieser Debatte auch sagen. Der zweite Punkt ist, Satire darf sich nicht auf einer Falschbehauptung aufbauen. Wem klar ist, dass das, was er angreift, nicht wahr ist, kann Satire nicht machen. So, das richtet sich jetzt mal nicht gegen Herrn Böhmermann, sondern es richtet sich sozusagen grundsätzlich die Frage, wer kontrolliert was. Der Rest ist erst einmal erlaubt. Und das deutsche Grundgesetz, und das ist hier zutreffend zitiert worden, schützt Satire doppelt. Es schützt über die Meinungsfreiheit, was der kleinere Schutz ist, und es schützt über die Kunstfreiheit.
In der Tat muss man dann an der Frage sich damit auseinandersetzen, wie in einem Spannungsverhältnis zwischen Freiheit der Kunst und Menschenwürde das auszuloten ist. Und wer sich das Urteil zu den Hachfeld-Karikaturen über Franz Josef Strauß angeschaut hat, wird feststellen, dass dort ein engerer Maßstab gezogen wird, als wir heute alle ziehen. Weil dort war die Kooperation und die Verfilzung zwischen Justiz, Unternehmen und Bayerischer Landesregierung als Kopulation dargestellt. Und sozusagen das Gericht hat diese politisch beschreibbare Geschichte schon als über die Grenze gewählt. Ich glaube, dass die Debatte heute ein bisschen anders lief. Aber man muss der Debatte Grenzen setzen. Und ich finde ehrlich gesagt auch all diese dummen Tricks zu sagen, ich mache jetzt mal eine Vorrede und sage, das, was ich hinterher sage, ist verboten. Ich würde ja auch nicht sagen, was weiß ich, Janine Wissler, ich weiß genau, was ich jetzt habe, gibt einen Ordnungsruf und dann würde ich eine stundenlange Geschichte über dein Privatleben erzählen. Das geht. Nein. Nein, es geht einfach nicht, sozusagen, sich so dimple Windel über Winkeladvokaten-Tricks aus der Verantwortung zu stehlen. Und mit Verlaub, dass Herr Diekmann der Meinung ist, er sei jetzt der Vertreter der Satire, ist ein Treppenwitz der Weltgeschichte. Jemand, der Minderheiten dieser Weise behandelt, den braucht man nicht führen. Mal Klammer auf. Das Ding hätte übrigens eine völlig andere Wirkung, wenn es ein Satirebeitrag über die Denkweise der einen oder anderen politischen Gruppierung gewesen wäre, in deren Internetforen man nämlich solche Texte lesen kann, weil es zur Kenntlichkeit entstellt ist. Auch das wäre ein spannender Punkt gewesen, ist aber nicht so geplant. Und das ist der Punkt, wo ich dann schon überlege. Tucholsky hat in seinem berühmten Zeitungsartikel, aus dem der Satz stammt, Satire darf alles, auch geschrieben, man merkt einfach sozusagen, auch bei Satire, wo der Lump sitzt und wo er nicht sitzt, nämlich der, der sich heute gegen den und morgen gegen jenen wendet, ohne eine eigene innere Haltung, der hat mit Satire nichts zu tun. Und ich finde, das muss man an der Stelle auch sagen. Wenn der Spaß nur ist, sozusagen möglichst viel Klamauk zu machen, ohne dass es sozusagen einen Zusammenhang zwischen den Zielen gibt, dann muss man auch darüber reden, was das auch über diese Gesellschaft sagt und was es über eine Gesellschaft sagt, die das honoriert. Alles in allem, es gibt einen Punkt, da sind wir einer Meinung. Es braucht diesen Paragraphen nicht. Man kann ihn streichen. Und am zweiten bin ich mit ein paar meiner Vorredner auch einer Meinung. Wir wissen, dass Sie sich nicht einigen können. Und ehrlich gesagt, das müssen Sie unter sich ausmachen und ist nicht Gegenstand des Hessischen Landtags. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Krumbach. Für eine Kurzintervention hat sich Kollege Greilich zu Wort gemeldet. Sie haben 2 Minuten Redezeit, Herr Kollege. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, lieber Herr Kollege Krumbach, da war sehr vieles Richtiges, was Sie hier vorgetragen haben. Da kann gar kein Zweifel daran bestehen. Warum Sie allerdings meinen, die Diskussion in eine Richtung zu führen, die aus dem letzten Jahrtausend stammt, das blieb so ein bisschen ein Geheimnis, war vielleicht der Versuch, man müsse mal aus anderen Zeiten Dinge heute in die Jetztzeit holen, um einem anderen etwas auszuwischen. Aber an dem eigentlichen Thema haben Sie vorbeigeredet. Heute geht es um die Frage, ob wir den § 103 StGB abschaffen, und nicht um die Frage, was Herr Böhmermann gemacht hat, wie dieses rechtlich zu bewerten ist. Dazu haben Sie sehr vieles gesagt, was ich ohne weiteres unterschreiben würde, dieses Gedicht, wenn es denn ein Gedicht war. Jedenfalls hat es sich gereimt teilweise. Das ist das Einzige, was mich an Dicht erinnert. Das war sicherlich unterirdisch. Das ist in keiner Weise vertretbar. Und Herr Kollege Grumbach, das ist eigentlich eine Geschichte, wo sich Sozialdemokraten, Freie Demokraten und Grüne zumindest absolut einig waren, und wo ich zwischendurch auch einmal gedacht habe, selbst die Kanzlerin und die CDU würden das so sehen. Das ist eine Vorschrift des § 103 StGB. Die brauchen wir nicht, um den Fall Böhmermann zu behandeln. Dafür haben wir eine Rechtsordnung, dafür haben wir einen Rechtsstaat. Dafür haben wir das Strafgesetzbuch, den § 185 Strafgesetzbuch. Dafür haben wir eine Staatsanwaltschaft. Dafür haben wir Gerichte. Dafür haben wir auch Landgerichte als Zivilgerichte. Gestern hat eines zu dem Thema gesprochen. Das funktioniert alles. Deswegen geht es hier nicht darum, sich intensiv auseinanderzusetzen mit dem, was Herr Böhmermann dort von sich gegeben hat, sondern das lenkt ab. Es lenkt ab von der eigentlichen Frage, um die es geht. Warum
macht die Kanzlerin einen Kotau vor einem despotischen ausländischen Staatschef? Und warum sagt sie einerseits zwar, den 103 StGB wollen wir abschaffen, aber warum nicht jetzt? Warum denn nicht jetzt, Herr Kollege Boddenberg, warum denn nicht jetzt, sondern in 2 Jahren, in 3 Jahren oder in 4 Jahren? Einziger Grund, warum es Ihnen nicht recht ist, Herr Kollege, das jetzt abzuschaffen, und ich bin beim letzten Satz, Frau Präsidentin, ist es, dass Sie in der Tat meinen, man darf Herrn Erdogan nicht tangieren, nicht provozieren. Deswegen wollen Sie das nicht, und das nenne ich einen Kotau. Herr Kollege Grumbach, Sie haben 2 Minuten zur Erwiderung. Bitte schön. Die Erwiderung ist relativ einfach. Erstens, ich habe gesagt, ich bin dafür, das Gesetz abzuschaffen, und zwar eher sofort als später. Zweitens, Sie müssen sich einmal auseinandersetzen, wie Sie damit umgehen, wenn ein Gesetz existiert, ob Sie es ignorieren oder nicht. Das ist nicht ganz so einfach. Ich selber, ich sage das ganz offen, hätte eine andere Entscheidung getroffen im Rahmen dieses Gesetzes. Ich hätte gesagt, das Ding ist so belanglos, dass ich es sozusagen der normalen Beleidigungsklage überlassen hätte. Das wäre meine persönliche Entscheidung gewesen. Aber Sie können sich, wenn ein Gesetz existiert, mit Verlaub, nicht darüber hinwegsetzen, so tun, als gäbe es das Gesetz nicht. Sie können sagen, die Kanzlerin hätte die andere Entscheidung treffen müssen in der Sache, aber so tun, als gäbe es das nicht. Das ist ein Umgang mit Gesetzen mit Verlaub, den haben Sie manchen von uns früher immer vorgeworfen. Vielen Dank, Herr Kollege Grumbach. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Müller. Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In Ermangelung der Präsenz der FDP im Bundestag freuen wir uns, dass wir auch hier im Landtag noch einmal über das Thema Majestätsbeleidigung reden können. Genau, das war doch Ihr einziges Anliegen. Da kamen Sie nicht vor. Alles ist eigentlich von allen gesagt worden, was man zum Thema Böhmermann und Erdogan hätte sagen können. Und selbst wenn das Schmähgedicht von Herrn Böhmermann noch nicht kannte, das ist bereits erwähnt worden, in der Bundestagsdebatte letzten Freitag konnte man es auch noch einmal hören. Herr Rentsch hat es in Ansätzen auch noch einmal zitiert. Was man an dieser Stelle aber noch einmal deutlich sagen muss, Herrn Böhmermann ging es ja nicht um den Inhalt des Gedichtes. Er hat das Gedicht deutlich in einen Rahmenkontext gestellt, um zu zeigen, was der Unterschied zwischen Schmähkritik und Satire ist. Das war das Anliegen von Herrn Böhmermann. Ob ihn das jetzt vor Strafverfolgung schützt, werden die Gerichte entscheiden und nicht wir. Und damit sind wir bei dem Kern, worüber Sie heute ja gerne noch einmal reden wollen. Brauchen wir in unserem Strafrecht noch einen Sondertatbestand, der die Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhauptes strenger bestraft als die Beleidigung anderer Bürgerinnen und Bürger? Da sagen wir Nein. Und auch bei der Frage der diplomatischen Beziehungen muss es abgewogen werden, ob es zu einer Ermächtigung kommen muss, wenn das von dem Staat, mit dem die diplomatischen Beziehungen unterhalten werden, verlangt werden. Ich denke, da sind wir uns alle hier im Hause einig, dass dies ein Relikt aus der Kaiserzeit ist, das abgeschafft gehört. Dadurch, auch das ist gesagt worden, es würde keine Strafrechtslücke entstehen, denn die sich beleidigt fühlende Person kann nach § 185 Strafgesetzbuch belangt werden. Und die diplomatischen Beziehungen einschließlich des Ehrenschutzes, einschließlich der Grundsätze der Unverletzlichkeit von Staatsoberhäuptern, Regierungsmitgliedern und Diplomaten fremder Staaten sind bereits nach dem Völkerrecht und die allgemeine deutsche Rechtsordnung geschützt. Würde es also den § 103 in Verbindung mit § 104a nicht mehr geben, wäre der Kanzlerin viel Ärger erspart geblieben. Es wäre nämlich nicht zu einem politischen Thema geworden, und die Bundesregierung wäre gar nicht vor die Frage gestellt worden, ob die Mächtigung erteilt werden sollte oder nicht. So wurde das Ganze in den Kontext, auch hier in der Debatte haben wir es ja gehört, der Beziehung zur Türkei gestellt. Und erst dann wurde es zum Politikum. Auch Volkes Stimme fand es nicht gut, und dann musste Frau Merkel eingestehen, dass sie einen Fehler begangen hat, indem sie im Vorfeld schon eine Bewertung bzw. eine Verurteilung des Schmähgedichtes abgegeben habe, weil ihr nämlich unterstellt wurde, sie wolle sich gegenüber Erdogan Wohlfall verhalten. Auch das wurde hier in der Debatte deutlich, hätte man sich alles ersparen können. Das zeigt ganz deutlich die Rechtslage, bewirkt genau das Gegenteil von dem, was bezweckt werden soll.
§ 103 in Verbindung mit § 104 soll nämlich in erster Linie oder sollte die diplomatischen Beziehungen schützen und Schaden von der Bundesrepublik abwenden. § 104a fordert aber, dass die Bundesregierung ihre Ermächtigung zur Strafverfolgung erteilt. Hätte Frau Merkel die Ermächtigung nicht geteilt, dann wäre es sicher zu weiteren diplomatischen Zwisten gekommen mit der Türkei. Also, wir sollten neben der Abschaffung des § 103, die wir ja vordergründig diskutieren, auch uns die Erfordernisse der Ermächtigung in § 104 anschauen und in die Überlegungen mit einbeziehen. Lassen wir es doch einzig und allein die Strafverfolgungsbehörden entscheiden, wie sie es ja jetzt auch tun, ob sie ermitteln oder Anklage erheben. Also, ich denke in der Sache, dass der Paragraph ein Relikt aus Kaiserzeiten ist, auch wenn er 1993 erneut aufgenommen wurde, sind wir uns einig. Aber auch damals, als 1953 der Paragraph aufgenommen wurde, gab es schon Diskussionen darüber, ob er notwendig ist oder nicht. Ein Kollege der SPD hat damals in der Debatte angeführt, an dem Beispiel, wenn ein Amerikaner und ein Russe sich über die Vorzüge ihres Landes unterhalten und der Amerikaner gegenüber dem Russen sagt, ich kann mich jederzeit auf die Straße stellen und rufen, nieder mit Truman, der damals Präsident war, ohne bestraft zu werden, und der Russe sagt, gewiss, Brüderchen, das kannst du bei uns auch sagen, ist das keine Gegenseitigkeit, weil das Verständnis von Meinungsfreiheit immer ein anderes ist. Und auch die Erfahrung mit dem § 103 in Verbindung mit § 104a hat ja auch gezeigt, dass er nur dann zur Anwendung kommt, wenn es Staaten betrifft, die unter Umständen ein anderes Verständnis von Meinungsfreiheit haben als wir. Wir erinnern uns, Schah-Paragraph wird der § 103 ja nicht umsonst genannt. Dann gab es noch mit einem chilenischen Botschafter Verwicklungen und jetzt mit der Türkei. Das alles zeigt meiner Meinung nach, ein moderner demokratischer Rechtsstaat braucht dieses Instrument nicht. Darüber, wie gesagt, besteht Einigkeit, über den Zeitpunkt der Abschaffung besteht Uneinigkeit. Darüber wurde aber sowohl im Bundestag als auch letzten Freitag im Bundesrat schon heftigst diskutiert. Es gab den Antrag mehr Ländern. Ich habe Sie nicht verstanden. Sie können ja dann noch einmal eine Kurzintervention machen, damit Sie als FDP auch genügend vorkommen. Also, die Diskussion wird weitergehen, weil die Anträge auch weiter beraten werden in den Ausschüssen. Hamburg wollte es gleich abstimmen lassen. Darüber hat es keine Mehrheit gegeben. Also wird es im Rechtsausschuss und im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten weiter besprochen. Das Gesetzgebungsverfahren im Bundestag läuft weiter. Hessen hat sich der Stimme enthalten. All das wissen Sie. Es gibt gute Gründe für die eine Argumentation, der wir uns anschaffen, den Paragraph sofort abzuschaffen, und für die andere, dass man nämlich nicht sofort auf Ereignisse reagieren soll, haben wir sonst auch völliges Verständnis für. Aber in diesem Fall ist es eigentlich längst überfällig, dass der Paragraph abgeschafft wird. Wahrscheinlich ist er nur vergessen worden, weil er so selten zur Anwendung kommt. Genau. Also, ich fasse zusammen. Die Befassung der Gesetzgebung im Bereich des Strafrechts liegt in alleiniger Zuständigkeit des Bundes. Wir haben uns heute mit dem Thema befasst, damit auch alle wissen, was die FDP darüber denkt. Die kann ansonsten, weil sie ja nicht mangels Mandat an der Debatte teilnehmen konnten. Sie wollten doch ein bisschen Uneinigkeit in die Koalition streuen. Auch das ist Ihnen nicht gelungen, weil Demokratie lebt von Auseinandersetzung. Und ich denke, das sollten Sie auch Koalitionen zugestehen. Wir sind uns alle einig, dass der § 103 des Strafgesetzbuches abgeschafft werden soll und Strafverfolgung nicht zum Spielball der Politik werden sollte. Der Zeitpunkt der Abschaffung ist offen, da es darüber in der Großen Koalition, nämlich auf Bundesebene, keine Einigkeit gibt. Und wir werden in Hessen das Thema auch sicherlich weiter engagiert diskutieren, mit oder ohne Hilfe der FDP. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Für die Landesregierung spricht nun Staatsministerin Kühne-Hörmann. Bitte schön, Frau Ministerin. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die mediale Aufmerksamkeit um den sogenannten Fall Böhmermann ist groß. Und die Vorredner haben ja auch schon erwähnt, dass die aktuelle Entscheidung des Landgerichts in Hamburg heute durch die Medien geht, sodass die Debatte, die wir angeblich führen, ob der § 103 Strafgesetzbuch abgeschafft wird oder nicht, nur der Aufhänger ist und viele andere Facetten hier besprochen worden sind, weil der Fall
so vielschichtig ist. Deswegen will ich mich bei dem Kollegen Grumbach bedanken dafür, dass er die verschiedenen Facetten genannt hat und dargestellt hat, weil in der Tat nicht nur die historische Entwicklung, sondern auch die inhaltliche Beurteilung nicht ganz davon getrennt werden kann. Natürlich nicht. Der § 103 Strafgesetzbuch hat dazu geführt, dass es jetzt bei der Staatsanwaltschaft Mainz ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten gemäß § 103 Absatz 1 StGB gibt. Deshalb will ich zum Sachverhalt Folgendes darstellen. Wenn diese Vorschrift auf der Stelle abgeschafft würde, hätte das zur Folge, dass das Verfahren gegen Herrn Böhmermann jedenfalls unter dem Gesichtspunkt des § 103 nicht mehr geführt werden könnte, Einstellung oder Freispruch erfolgte und unter einem neuen Gesichtspunkt neu eröffnet werden müsste, was aber geht nach § 185 StGB. Ich will das Verfahren nur deshalb beschreiben, weil auch das in der Debatte eine Rolle spielt. Ganz klar muss sein, vor einem direkten politischen Eingriff in ein laufendes Ermittlungsverfahren sollten sämtliche Argumente und alle weiteren Schritte abgewogen werden, bevor eine Entscheidung gefällt wird. Und dafür steht die Landesregierung auch. Und deswegen gibt es keine Vorentscheidung, bevor man den Sachverhalt komplett kennt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Klar ist aber auch, dass § 103 Strafgesetzbuch verschiedene Rechtsgüter hat, die geschützt werden. Es wird aber immer nur ein Rechtsgut genannt. Es gibt aber mindestens drei. Ich will beginnen. Der Schutz der persönlichen Ehre unterschiedlichster Repräsentanten ausländischer Staaten ist geschützt. Aber neben dem persönlichen Ehrschutz geht es auch um den Schutz der kollektiven Ehre ausländischer Staaten, die gerade durch ihre Repräsentanten verkörpert sind. Und drittens, ganz wichtig, der Schutzzweck ist auch das Interesse der Bundesrepublik Deutschland an funktionierenden Beziehungen zu ausländischen Staaten. Und dieses Thema ist heute wichtiger denn je. Und wenn dann Zwischenrufe von der FDP kommen, dann kann ich erstens nur sagen, die Außenminister der FDP, die haben immer darauf geachtet, dass alle Bestrebungen und Änderungen der Gesetze nur dann getroffen wurden, wenn auch die Außenminister eine Stellungnahme in der Bundesregierung abgegeben hatten, ob das verantwortlich ist oder nicht. Diese Stellungnahme liegt bisher nicht vor, sondern die wird derzeit erarbeitet. Und worauf ich auch hinweisen will, es gibt auch, wie manche hier sagen, keinen Referentenentwurf vom Bundesjustizminister oder der Bundesregierung. Den gibt es derzeit nicht. Es gibt einen ersten Ideenentwurf, der aber noch keinem zugeleitet worden ist. Und ich weiß nicht, was am Ende genau drinsteht. Meine Erfahrung ist, dass sich da auch immer noch etwas ändert. Sobald also der Referentenentwurf vorliegt, was ich hoffe, dass es schnell geschieht, und die Bewertung der Bundesrepublik Deutschland vorliegt, was auch die ausländischen Interessen angeht, kann man eine Entscheidung darüber treffen. Aber erst dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, es spricht viel dafür, diesen Paragraphen abzuschaffen. Aber ich gehöre zu denen, die sagen, man muss vorher alles bedenken und sich nicht nachher darüber beschweren, was mit einer solchen Schnellregelung für Folgen ausgenutzt werden. Und deshalb gilt hier Sorgfalt vor Schnelligkeit. Und für das Verfahren selbst, meine sehr geehrten Damen und Herren, halte ich es für ein falsches Signal, das jetzt begonnene Verfahren durch die Änderung eines Gesetzes wegfallen zu lassen. Ich glaube, auch das wäre ein falsches Signal. Insofern gilt Sorgfalt vor Schnelligkeit, und das werden wir beherzigen. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Herr Kollege Rentsch von der FDP-Fraktion hat sich schon einmal zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vielleicht drei kurze Punkte zu der Debatte. Zunächst, Kollege Grumbach hatte darauf hingewiesen, dass
der § 103 ausgesetzt war. Er ist nicht abgeschafft worden zum damaligen Zeitpunkt, sondern wurde ausgesetzt durch die hoheitlichen Rechte der Alliierten und ist dann 1953, Herr Kollege Brumbach, mit anderen Paragraphen im Bereich der politischen Strafverfolgung wieder in Kraft gesetzt worden. Also, es gab keine singuläre Abschaffung, müssen Sie bitte noch einmal nachlesen, sondern es ist insgesamt ausgesetzt worden und gesamt wieder in Kraft gesetzt worden. Ein zweiter Punkt, und das ist mir wichtig. Ich glaube, Frau Kollegin Müller, wir sollten uns nicht gegenseitig vorwerfen, dass wir niedere Motive haben, wenn wir ein solches Thema bei der Frage, welche Gesetze sind noch zeitgemäß, hier im Hessischen Landtag debattieren. Und ich wäre auch dankbar, die GRÜNEN würden es unterlassen, quasi mit dieser leicht diskreditierenden Art hier Vorträge zu halten. Sprechen Sie doch über Ihre Meinung. Erklären Sie uns, warum Hessen im Bundesrat wieder einmal nicht zugestimmt hat, sondern weil sich die Koalition enthalten hat, keine Meinung hatte und damit mit Nein gesagt hat. Das ist das, was die Menschen interessiert. Ich glaube, dass die Menschen auch einen Anspruch darauf haben, wissen zu wollen, warum diese Koalition die Koalition in der hessischen Geschichte ist, die sich am meisten im Bundesrat bisher enthalten hat von allen Landeskoalitionen, die es jemals im Land Hessen gegeben hat. Das ist doch spannend zu wissen. Es ist doch spannend zu wissen, dass die Menschen mal erfahren, warum sie sich in den ganzen Bereichen zwar nicht einigen können, aber gemeinsam eine Regierung stellen können. Das ist doch spannend. Ich habe das ja vorhin gesagt. Es gibt Gestaltungskoalitionen, die versuchen, sich zu einer gemeinsamen Position durchzuringen und ein Land politisch zu gestalten. Und es gibt Machtkoalitionen, die haben sich als einzigen Anspruch gesetzt, gemeinsam zu regieren, um Macht zu erhalten. Und sie fallen mit gerade dieser Rede, die sie gehalten hat, eindeutig unter Variante 2. Eindeutig unter Variante 2. Und deshalb wollen wir doch einmal zum dritten Punkt kommen. Und das, Frau Justizministerin, hätte ich gerne noch einmal erklärt. Nachdem die Bundeskanzlerin unter massiven öffentlichen Druck geraten ist, und danach zugegeben hat, ja, der Paragraph gehört abgeschafft. Wollen Sie uns heute hier erklären, wir brauchen 3 Jahre, um diese Prüfung durchzuführen? Ist das Ihre Position? Sind das 3 Jahre? Oder wie lange brauchen Sie denn, um diese Prüfung durchzuführen? Die Bundeskanzlerin hat gesagt, er gehört abgeschafft, hat dann aber dann gesagt, wir brauchen quasi noch diese Legislaturperiode, wir machen das dann in der nächsten. Ist das der normale Zeitablauf, den man für diesen Tatbestand braucht, oder steckt nicht etwas anderes dahinter? Steckt nicht die Situation, die Flüchtlingskrise dahinter, die natürlich dafür Sorge trägt, dass die Bundeskanzlerin besonders defensiv gegenüber dem chronisch beleidigten Sultan aus Istanbul ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das hat doch etwas miteinander zu tun. Es ist doch abenteuerlich, den Menschen hier zu erzählen, die aktuelle außenpolitische Debatte hätte keinen Einfluss auf diese innenpolitische Debatte. Sie ist die Grundlage dafür, warum hier so geeiert wird. Und bei aller Liebe, Herr Kollege Grumbach, ich hätte mir gewünscht, dass die Sozialdemokraten hier auch einmal ihrem Justizminister Rückendeckung signalisieren. Er hat in der Frage richtig gehandelt. Herr Steinmeier hat in dieser Frage richtig gehandelt. Und ich glaube, Frau Justizministerin, wenn der deutsche Außenminister sich in dieser Frage so klar positioniert, ist das Urteil seines Hauses in der Frage des Gesetzgebungsverfahrens, ob § 103 noch zeitgemäß ist oder nicht, relativ klar. Und insofern verstecken Sie sich nicht dahinter. Verstecken Sie sich nicht dahinter. Es ist wirklich eine abenteuerliche Debatte, die hier mittlerweile aufgemacht wird. Sie können ja sagen, wir wollen das nicht, weil wir uns mit der Türkei nicht weiter anlegen wollen. Aber sich hinter einem Zeitablauf zu verstecken, das hat nun wirklich nichts mit der Sache zu tun und ist in der Sache auch, weiß Gott, nicht angemessen. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Ich gehe davon aus, dass der Dringliche Entschließungsantrag ebenfalls in den RTA überwiesen wird. Nein, soll direkt abgestimmt werden. Und in Ordnung. Beide Anträge sollen direkt abgestimmt werden. Gut. Dann lasse ich zuerst abstimmen über den Antrag der Fraktion der FDP betreffend Majestätsbeleidigungsparagrafen umgehend abschaffen, Drucksache 19/3372. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 die Grünen. Wer enthält sich? Die Fraktion Die Linke. Damit ist dieser Antrag abgelehnt worden. Ich rufe auf Abstimmung Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend § 103 Strafgesetzbuch soll gestrichen werden, Drucksache 19/3402. Wer die Zustimmung erteilen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der FDP. Wer enthält sich? Die Fraktionen von SPD und DIE LINKE. Damit ist dieser Antrag angenommen worden.